NGT 2FR, IETS 2C+. NGT 2FR ist eine Gruppe von Humanoiden, die in einer zunehmenden Anzahl von Leveln in den Backrooms reisen. Hauptsächlich diejenigen, die eine hohe Konzentration von Menschen besitzen, sind in allen Aspekten mit normalen Wanderern identisch. Mit Ausnahme der Tatsache, dass sie nicht genau wahrgenommen werden können. Genauer gesagt, ist nur eine humanoide Form mit vage definierten physikalischen Merkmalen wahrnehmbar. Obwohl sie als Entität bezeichnet wird, scheinen sie alle irgendwann völlig normale Menschen gewesen zu sein, was darauf hindeutet, dass ihre Körper nichts anderes sind als ein wird vereinigt identifizierten Organismus. Alle Informationen über ihr Leben von der Infektion sind unmöglich zu kennen oder zu lernen. Der Mechanismus, mit dem dies geschieht, ist noch nicht verstanden. Entdeckung. Die Identität wurde zuerst durch ein Discord-Gespräch zwischen zwei Wanderern dokumentiert. Das Gespräch fand auf einem öffentlichen Server statt. Hey, wann hast du das letzte Mal eine Menge gesehen? Was meinst du? Wahrscheinlich bevor ich in diesem Höllenloch ankam, vor 3 Monaten. Nein, eigentlich ganz kürzlich, auf Level 11. Ich meine, sie können sehen, wie eine Menge aussieht, oder? Nun ja, ich bin ja nicht dumm. Ich weiß, ich meine, versuch einfach, sich an ihre Gesichter, die Farbe ihrer Haare zu erinnern, wie sie aussehen. Oh, das ist also, was du siehst. Genau, ich denke, etwas stimmt nicht, aber niemand glaubt mir. Wenn nötig, habe ich eine Kamera, die ich vor nicht allzu langer Zeit gefunden habe. Ich werde dir nicht sagen, wie, lol. Selbst wenn dir jemand glauben wird, werden sie nicht in der Lage sein, ein Video hoch zu widerlegen. Ja, klug. Komm morgen, wir treffen uns. Du weißt wo. In Ordnung, Chef. Das Chatprotokoll stimmt mit einem Vorfall überein, der am 2.6.2021 auf Level 11 aufgetreten ist. An diesem Tag kamen 2 Personen mit einer Kamera die Innenstadt, nachdem sie in einer Bar getroffen hatten. Übrigens fand im Stadtzentrum eine Expeditionskonferenz statt, die von Menschen aus der Level veranstaltet wurde, als sie in dieser Menge sahen, beschlossen die beiden, anscheinend sie zu filmen. Was als nächstes passiert, ist unklar. Die von Olivio H. und Phoenix 5744 verwendete Kamera wurde schließlich geworfen und ging kaputt. Schrecken und Panik breiteten sich durch die Menge aus, als sie sich der Entität unter der bewusst wurde, was sie zu Massenunruhe, Massenpanik führte. Der Vorfall führte zu einem Dutzend Verletzten. Es wurde ein Interview mit dem als Olivo identifizierten Mann geführt, der einige Stunden nach dem Ereignis gefunden wurde. Olivio hustet und scheint aufgeregt zu sein, sitzt und bewegt sich auf einem Sitz, was quietschende Geräusche erzeugt. Die Kamera ist senkrecht zu Anna und Olivo installiert. Lass uns keine Zeit, weil wir wissen, was passiert ist. Und wir möchten einige zusätzliche Fragen haben. Sie haben berichtet, dass sie Angst hatten, als sie die Identität sehen konnten. Können Sie uns das Gefühl beschreiben? Im Detail, warum solltest du das wissen wollen? Antworte. In Ordnung. Als ich sie sah, fühlte ich mich, als wäre etwas zutiefst Schlechtes und Falsches vor mir. Ich konnte erkennen, dass jemand da war, aber es war, als ob mein Gehirn sie einfach nicht sehen wollte. Als ob sie nicht gewesen wäre. Ich weiß, ich sagte, ich hätte Angst, aber ich denke, es war mehr als das. Ich war angewidert. Geht es dir gut? Wir können aufhören, wenn du willst. Ich habe einige Probleme, mich zu konzentrieren. Ich entschuldige mich dafür, aber mach weiter. Sehr gut. Ich konnte den Anblick dieser Dinge nicht ertragen. Etwas in mir wollte ihnen ein Ende setzen. Ich wollte sie weit weg von mir halten, sie ausrotten, alles, was sie aus meinem Bewusstsein entfernen könnte. Tut mir leid, aber sie waren abstoßend übel. Ich habe eine Büchse oder der Pandora geöffnet und werde den Preis bezahlen. Wir werden sicherstellen, dass die Situation nicht verschlimmern lässt. Lassen Sie uns zur zweiten Frage übergehen. Wer sind Sie genau? Wir kennen Sie nur anhand eines Benutzernamens. Wirklich? Ich meine, ich bin ziemlich diskret, ob ihr Leute von dem Mac oder den Organisationsbefugnissen vom Level habt, aber eine Namensliste, oder? Aber hey, da du fragst, mein Name ist Olivio unentzifferbar. Und ich lebe seit ein paar Monaten in einer Basis auf Level 11. Sir, hast du meine Frage gehört? Entschuldigen Sie, aber ich versuche zu reden und Sie schneiden mich einfach ab. Wovon redest du? Anna schnappt sich die Kamera und nimmt sie vom Stativ. Sie folgt direkt in die Richtung vor Olivio. Da sieht das so, dass man das geht von Verwirrung zu Entsetzen. Jemand beobachtet dich aus der Dunkelheit. Nach diesem Interview wurden Quarantänekünfte, einschließlich permanenter Videoüberwachung Level 11, eingerichtet. Es wurden Teams gebildet, die mit der Identifizierung der lebenden Exemplare des Levels beauftragt wurden. Olivio wurde in Gewahrsam genommen. Es werden Suchanfragen gestattet, um Phoenix 5744 zu finden. NTT 2FR scheint zunächst nicht feindselig zu sein. Vielmehr scheint es eine parasitäre, symbiotische Beziehung zu den Wanderern zu haben, die sich möglicherweise an Gruppen von Menschen anheften, um ihre Zahl zu erhöhen. Sie wahrzunehmen, versucht ihnen erhebliche emotionale Not, was ihre Tendenz erklärt, zu fliehen und das Sichtfeld jedes Gerät zu verlassen, das sie aufzeichnet. NTT 2FR vermehrt sich in Menschenmengen aufgrund der geringen Bevölkerung der Backrooms sowie der Streuung der Wanderer über die Breite der Level, beschränkt sich auf eine dicht besiedelte Level. Eine Verbreitung dieser Dinge wurde beobachtet als Reaktion auf ihr invasives Verhalten und empfohlen, die Bildung der Menschenmengen so weit wie möglich zu begrenzen. Die Vernichtung von NTT 2FR-Proben ist in der Hypothese geplant, da diese in Menschenmengen zunehmen. Es wird empfohlen,
wenn möglich, eine Kamera zu besitzen. In Fällen eines unerwarteten Kontaktes mit dieser Entität eliminieren Sie sie mit allen möglichen Mitteln und isolieren Sie sich dann. Wenn Sie Symptome haben und Sie den einer Übertragung des Organismus der Entität 2FR ähneln, führen Sie ein Verfahren zur Beendigung Ihrer Vitalzeichen ein. Mehrere Diskussionsoperationen für Entität 2FR-Proben haben uns ermöglicht festzustellen, dass die Hirte nicht physisch von den Parasiten betroffen sind. Die Unfähigkeit, den Wirt wahrzunehmen, ist nur eine Nebenwirkung der Infektion. Es gibt jedoch einen tiefen Ekel gegenüber Entität, die in allen Beobachtern vorhanden ist. Der Organismus, der die Kontrolle über die Wirte übernimmt, ist noch nicht identifiziert, aber es wird möglich, dass er nicht rein biologischen Ursprungs ist, sondern das kollektive menschliche Unterbewusstsein angreift. Die Ausrottung dieses Organismus wird eine Umstrukturierung des Bewusstseins aller Wanderer erfordern. Verhaltensweisen. Vermeiden Sie Menschenmengen. Rüsten Sie sich mit einer Kamera aus. Wenn Sie nicht in der Lage sind, sich an Ihr Leben, Ihr Aufsehen oder an Ihren vollständigen Namen zu erinnern, schneiden Sie sofort den Kontakt mit Ihnen ab. Bewegen Sie sich von dicht besiedelten Leveln weg. Einige Teile von Level 11 befinden sich derzeit in Quarantäne. Die Quarantäne könnte auf gesamtes Level 11 ausgebreitet werden. In Fallen eines unfreiwilligen Kontaktes Entität 2FR lehnen Sie bitte den Abschnitt Verhalten. Verhindern Sie die Bildung menschlicher Gemeinschaften. Nicht. Berücksichtigen Sie sie nicht, kontaktieren Sie sie nicht, nähern Sie sich nicht in Quarantäne zu und hören Sie nicht auf sie. Sie sind Lügner und Manipulatoren. Diese Kreatur sind unbedeutsamer Abschaum, der in uns eindringen wird und unsere eigene und unter unseren eigenen stattfindet. Wir wollen, nein, wir müssen ihre Existenz ein Ende setzen. Ich weiß, dass du den ganzen Hass auf dieses Ungeziefer spüren kannst. Es ist unerträglich. Töte sie alle. Jeden einzelnen von ihnen. Keine Gnade wird toleriert. Glauben Sie ihnen nicht. Technischer Fehler. Beschädigter Quellcode. Fehler 415. Nicht autorisierte Änderung erkannt. Bitte wenden Sie sich an den technischen Dienst und reichen Sie ein Ticket ein. Ändern Sie den Quellcode nicht selbst. Verlassen Sie diese Seite sofort.